Hallo. Ja. Streifenhändchen hoffe, euch geht's gut. Seid ihr bereit? Okay. Die Kopfhörer sind nicht auf Maximum. Okay, ich bin bereit. Bin ich bereit? Das dauert noch ein bisschen. Aha. Hallo? Noch Bild? Hier ist Sims im Offline-Modus. Ich bin nicht im Offline-Modus. Offline gehen. Ich kann nicht in den Online-Modus gehen. Ich bin online. What the fuck? Fuck? Technik, die begeistert. Ja. Oh Mann. Hey, den kenne ich doch. Richtige Hinweise. Wenn Sie das Spiel kaufen, runterladen, nutzen, auch zugreifen oder spielen und eure Online-Funktion nutzen, auch zugreifen, das ist sicher. Wenn Sie es akzeptieren, okay. Sehen Sie ständig durch sind, Kündigung, okay. Arbeitsvertrag ist, ja, okay. Okay. Akzeptiert. Was? War was? Nee, oder? Sag Bescheid, wenn das Spiel zu laut ist, ja? Deutsch, perfekt. Boah, ich hätte das irgendwie gern schneller. Achso, zurück, ja, zurück ist schon. Gameplay. Vibration. Da muss Vibration haben. Fast. Okay. Ganz einfach, ich wollte hier auch ihre Freiheit. Kann ich auch so den hier machen? Nicht. Nee.
nur meine Maus schneller haben. Ah, doch. Ah. Was soll schneiden? Ich will mehr Kabel, danke. Das war falsch. Wenn du ein neues Spiel beginnst, geht dein gesamter gespeicherter Fortschritt verloren. Ach, das ist ja blöd. Möchtest du wirklich ein neues Spiel beginnen? Oh, nee, das ist jetzt... Nee, blöd. Ja, ich dachte, das ist auf Deutsch. Entschuldigung. Ich bin schon lieb. Ich bin schon lieb. Zu Hause ist. Nein, die kann meine Kamera nicht Erde. Mondbär 1, in der Bodenkontrolle. Mission ist startklar. Hören Sie mich? Erde an Kathy. Hallo, Erde an Kathy. Hallo, hallo, du Erforscherin. Hey. Kleine, schau. Ich habe für mein Mädchen einen neuen besorgt. Yay! Doch bevor ich ihn dir gebe, musst du versprechen, dich besser um ihn zu kümmern. Okay. Nicht wieder kaputt machen, wie die davor. Versprochen. Ein Mondbär für mein Mondbär. Ich bin fast soweit, Kathy. Ich zieh mir nur noch schnell meinen Tauchanzug an. Übertreib mal nicht, Schatz. Schule und Arbeit hören nicht auf. Geh's mal langsam an. Ich weiß, aber ich habe die Zeit vergessen und der Lernstoff ist so faszinierend. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Versprochen? Ja. Habe ich schon erwähnt, dass ich meinen PC liebe? Na, ich wollte nicht ins Hauptmenü. Ach, Mann. Ich wollte in die Option. Mein PC ist mit Delivers Moon Maß überlastet. Fragen? Ah. Scheiße, der ist schon auf niedrig.
Sehr spannend. PC schafft Starfield nicht. Toll! Ich habe andere Probleme. Ich wette mit dir, du kannst Starfield trotzdem spielen. Das Video jetzt nochmal angucken. Überlastet. Oh, ist das widerwärtig? Ist das Dingens? Bewegungsunschärfe widerwärtig. Besser. Und man, Moonman Bundle Band 1, Ausgabe 1. Weite Reise und Ausgabe 2, erster Kontakt. Autor Konrad van. Illustration Amira Torker. Was ist am Ruckeln? Ist ja ekelhaft. Ich weiß! Lass mal eben. 3000 für mich. Was ruckelt nicht mehr? Rand ist weg. Das Schicksal der Welt steht immer noch auf dem Spiel und ein mutiger Astronaut reist zum Mond. Seine Mission herausfinden, warum die Mondkolonie keine Funksprüche mehr sendet. Bei einer verlassenen Raumstation findet er Hinweise darauf, dass sein alter Freund auf dem Mond vielleicht noch überlebt hat. Schafft der Astronaut es von der zerstörten Raumstation auf dem Mond? Über die Autorin.
Der Autor Konrad von Tscheik und die Künstlerin Amirato Oka nutzen ihre gemeinsame Stationierung auf der Copernicus-Mondzentrale als Inspiration, um diesen spannungsgeladenen Thriller zu schaffen. Ah, blöd. Warte mal. Wie lege ich denn das jetzt wieder weg? Ob es jetzt besser läuft. Oh, ist das eine Rakete? What the fuck? Mikrofilm 03 hat gerade gesappt und ist jetzt ein super Flauschling. Los, Naira, bring uns den Mars zurück. Ich hab einfach aufgehört zu schreien. Versuch's doch. Aber es ruckelt so sehr. Ich hab's kaputt gemacht. Deine Mikrowatt-PC stirbt nur. Ich versuch gerade, dass Deliver das Mars nicht mehr ruckelt. Boah, kann man hier nicht rausgucken. Die große, weite Welt mit dem großen, weiten Nichts. Gibt eine Wärme? Nope. Hier drin ist es nicht warm. Hey, Knöpfe drücken, ich will es anmachen. Star Beers. Boah, eine Hütte. Tablet-ID, Claire Johansson, Pick to High School, Abgabe steht bevor. Abgabe steht bevor, stelle dein Dokument, das Trolley-Problem, eine Erklärung, heute schon fertig. Also draußen ist es warm, aber nicht im Haus. Du kannst keinen meinen haben, wenn deiner zu schlecht ist. Tür ist zu. Nee. 37 bis 47. Du bist immer noch mein Gravitationszentrum, in dem du bist. Oh mein Gott. Ah, schön.
Schön. Ja, ein schönes Haus gefunden, gleich um die Ecke vom Campus. Wir sollten einen Gratisumzug für die Treue bekommen. Ach, Lizzie, noch so eine Saison und die ganze Gegend wird zu einer reinen Wüste. Können wir nicht noch warten, bis die Kinder aus der Schule sind und ich wenigstens einmal eine Assistenzzeit zu Ende bringe? Ich will uns doch nur beschützen. Lustig. Die Kinder haben einen Vater, der zum Mond pendelt. Schutz bedeutet etwas anderes für sie. Stimmt wohl. Ich will ihnen nur etwas Normalität geben, okay? Mamas und Papas dürfen sowas machen. Tut mir aufrichtig leid. Eilmeldung. Wir sind live an der Südgrenze von Colorado in den Vereinigten Staaten, wo zwischen Flüchtlingen und dem Grenzschutz ein Kampf ausgebrochen ist. Präsident Van Santen verurteilt die Gewalt und kommentiert... Wolltest du nicht mit Claire schnorcheln gehen? Nein. Wollt mir den Krieg angucken. Okay, gehen wir, Kathy. Spektakulärer Hechtsprung, Schatz. Danke. Ein wahrer Athlet. Ich hab mir was gezerrt. So schnell? Mann, bist du alt. Was? Nicht noch 3 Wochen, nur noch 3 Wochen. Und wer kommt mit zum Schnorcheln? Ja. Ja? Claire, pass bitte auf sie auf. Es treiben immer noch viele Trümmer herum. Ich weiß, Dad. Keine Sorge. Na komm. Warte mal, Schatz. Du nimmst doch nicht etwa Mondbär? Okay, Dad. Hab dich lieb. Und jetzt ins Wasser mit dir, bevor Dad dich erwischt. Na komm.